Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König hat einige Überraschungen erlebt und diese Neuigkeiten sind sehr erfreulich. Das begeistert selbstverständlich den König. Es gab aber einen Feind in diesem Königreich. Aber er wurde von einem tapferen Held besiegt. Die Ungerechtigkeiten in diesem Land wurden aus dem Weg geräumt. Jetzt kommt Ordnung. Die Königin ist geheilt. Das ist auch sehr erfreulich. Der König und die Königin planen etwas Neues. Soll ich euch verraten, was das ist? Ja, sie planen eine kleine Reise. Sie besuchen ihren Verwandten. Die Königin möchte noch etwas Neues lernen, ist aber noch unschlüssig. Sie braucht gerade Neuorientierung, hat auch viele Pläne. Aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, all das zu verwirklichen. Momentan ist wichtig die Ruhe und die Heilung. Der hübsche Prinz ist immer noch im Rückzug. Er hat aber was vor in den kommenden 3 Tagen, schickt eine Bote, ein Geschenk an die schöne Prinzessin. Und sie spürt das auch. Sie ist jetzt viel ruhiger. Und ist sie mit vollen Erwartungen. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Die Berechnung ist nach indischer Astrologie. Sonne befindet sich in Zeichen Zwillinge, Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Sonne und Mond steht in einer harmonischen Verbindung. Mond bewegt sich im Mondhaus Ashwini und es bedeutet Heilung. Die Königin wird geheilt. Uranus wirkt immer noch und bestrahlt die Sonne. Und das ist diese Überraschung, was der König erlebt hat. Mars und Merkur ist im Krebs. Die Neigung ist da nach einem Rückzug. Die Entfernung zwischen Mars und Merkur ist 3 Grad. Und das ist die Nachricht. Venus, was die Prinzessin symbolisiert, übergeht in Zwillinge. Das heißt, in den kommenden 3 Tagen kommt eine Nachricht. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, hat aber noch einen Einfluss von Sternbild Walfisch. Baten Kaitos, ein Stern von diesem Sternbild, bestrahlt die Mondbewegung und das bedeutet Einflüsse von außen. Jemand versucht uns erzwingen an etwas, aber da kommt die Heilung, weil Mond im Widder bewegt sich in Mondhaus Ashwini und das ist schon Heilung. In rechtlichen Lage kommt Ordnung. Die Spannung zwischen Jupiter, was die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage symbolisiert, diese Spannung zwischen Jupiter und Neptun ist vorbei und Jupiter bekommt eine gute Unterstützung von Saturn. Das heißt, da kommt Ordnung. Und das war die astrologische Hintergrundinformation für meine Geschichte.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.